Genau zu sein. Noch vor weniger als einem Jahr gab es nur sperrige Kanonen. Heute ist jeder Soldat mit einer tragbaren Feuerwaffe ausgerüstet. Na dann. Das war meine Idee. Du hast die Feuerwaffen erfunden? Ganz genau. Zur Ganz Zeit genau. Beschäftige ich mich mit der Konstruktion von doppelläufigen Waffen. Wow. Kannst du mir was beibringen? Wenn du dich gut genug mit Feuerwaffen auskennst. Wie kann ich meine Feuerwaffen verbessern? Was willst du denn wissen? So, dann speichere ich mal und man kann ja mal probieren, ne? Wenn jetzt bestimmt gleich weggekillt, gefotzt mit seinen Feuerwaffen, schießt er uns einen in die Fresse. Aber vielleicht lohnt sich's ja und wenn nicht, wissen wir wenigstens, was drin ist und es war nur Scheiß. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus verhalten musst. Na, 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 wo wollen wir denn hin, hm? Ich muss ins Archiv. Na klar, das müssen viele Leute in letzter Zeit. Aber weißt du überhaupt, was das für ein Archiv ist? Ein gutes Ziel ist nämlich. Hier lagert das gesammelte Wissen der Inquisition. Alles, was wir aus dem Reich retten konnten. Dann ist es bestimmt gut, dass du darauf aufpasst. Und ohne Genehmigung eines Ratsmitgliedes lasse ich niemanden rein. Ich komme im Auftrag von Azuro. Und? Gibt es ein Ratsmitglied, das für euch bürgt? Was glaubst du, wer demnächst hier das Sagen hat? Nun, Azuro nehme ich an. Genau. Und ich komme in deinem Auftrag. Also, wie sieht's aus? Na schön. Du kannst rein. Na schön, du kannst rein. Wow, wow, wow. Kein Rennen auf den Fluren. Kein Rennen auf den Fluren. Raus hier! LOL. Hä? LOL. Du kannst rein? Wow, 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 kein Rennen auf den Fluren. Was labert denn der? Ich kann rein? Raus hier! Hä? Was labert denn der für ein Scheiß? LOL. Also das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ich darf rein, aber irgendwie auch nicht. Naja, Gott sei Dank haben wir hier noch die Tür. Vielleicht können wir ja da drüber springen oder so. Ja, können wir. LOL. Hat's auch richtig live gezockt. So, dann erstmal einen Grog rein. Oder auch zwei. So, was haben wir denn hier? Eine Kiste, die ist zu hart für uns. So, da steht was. Corrientes sucht den Feuertempel. Hm. Mitten im Dschungel. Ah, da gibt es eine Bucht. Die Bucht von Maracay. Die Bucht von Maracay. Koordinaten. Na, warte, Garcia. Ich komme zu dir. Die Bucht von Maracay. Errungenschaft freigeschaltet. Bücherwurm. Völlig veraltet. One kill. One shot kill. Nicht mehr lange und es zerfällt zu Staub. Steht da drin. Aha. Oh, das ist ein Trank. Was war das jetzt für ein Trank? So, haben wir noch anything else? Nee, nicht so, ne? Hier vielleicht noch ein Trank. Und da noch eine Ratte. Oh nee, ich drücke mal aus Versehen auf die falsche Taste. Die Schrift ist kaum noch zu entziffern. Ist ja klar. So, kommen wir. Von Meister Godin. Hm, nicht uninteressant. Ruhm plus 50. Wow. Kiste. So. 50 Jolt. Jolt, 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 Jolt. Oh nee. So, jetzt aber hier. Die ist mit 60 verschlossen. Mal schauen, ob da was Besseres drin ist. Ach du Scheiße, ist wieder fett. Muss aber auch was Fettes drin sein, oder? Oh nee, komm. Ach, so, so, so. So, so. Oh nee. Oh nee. So, so. Jetzt dann. Nein, immer noch nicht. Noch ein. Und dann, dann. Ja. So. Selfen. Was? Seelenkette. Krog. Jadestein und Goldbrocken. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder raus. Benimm dich hier! Ja, ja, ist schon klar, ist klar.
So, ja, da haben wir jetzt eigentlich alles erledigt. Glaube ich, soweit. Ich folge dir. Ich bin dabei. Schade. Wie viel Gold haben wir eigentlich? 695. Und was steht in unserem Logbuch? Gassir ist Corrientes zum Feuertempel gefolgt. Der Weg dorthin führt über die Bucht von Maracay. So, dann haben wir uns erstmal noch den Schatz und dann, den haben wir eigentlich schon gehoben, aber wir sind ja dann wieder noch an den Strand einfach gehen. Ne? Aber... Oh nee. Allahike? So, wo waren hier diese Höhle? Den hatten wir ja schon, den Schatz. Aber da mussten wir wieder zurücksetzen. Zurückgehen, weil ja wir etwas falsch gemacht haben. Ich sollte auch mal wieder speichern, aber jetzt heben wir erstmal den Schatz. Das haben wir schon gesehen, kann man nicht überspringen? Nee, schade. So, dann schaufeln wir mal den Schatz frei, den wir schon hatten. Lala, die Höhle hier ist auch sehr seltsam, aber ziemlich nice eigentlich, finde ich. Ich kann mich noch erinnern, als wir ganz am Anfang hier reingegangen sind. Und so, ja. So, komm, jetzt heb raus. Komm schon. Questerfolg. So, komm, jetzt öffne den Scheiß. Hatten wir schon. Mal schauen, was da drin ist. Vielleicht Gold? Ja, 400 Gold. So, der Kamm mit einem Zinken haben wir auch gefunden. Ah ja, ich kann eigentlich auch noch was verkaufen. Ich gehe aber erstmal hier noch zum Sebastiano. Vielleicht hat der mir noch was zu sagen. Ich speichere mal kurz. Carlos, Sebastiano, was sagst du? Um Auregato habe ich mich gekümmert. Du warst das? Das gefällt mir. Jetzt hat der Mistkerl keinen Einfluss mehr. Gut gemacht. Was wissen wir über den Kraken? Wir vermuten, der Kraken ist kein Titan, sondern ein uraltes Wesen, das zusammen mit den Titanenlords aufgetaucht ist. Aha. Unsere Kanonen richten keinen Schaden an. Wir brauchen eine mächtige, magische Waffe. Okay, ich weiß jetzt, wo Garcia steckt. Er ist Corrientes zur Bucht von Maracay gefolgt. Dann darfst du keine Zeit verschwenden. Die Bestätigung wollte ich. Bevor er Corrientes in den Rücken fällt. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zum Schiff. Und setzen Kurs auf die Bucht von Maracay. Ganz weit da, in die Richtung. Okay. So, was sieht hier? Wie sieht's hier aus? Willst du dich vielleicht mal umdrehen? Du willst nicht mit mir reden? Du sprichst von Garcia. Er hat behauptet, er hätte eine wichtige Nachricht für den Hohen Rat. Der Halsabschneider hat sich aufgeführt wie ein Edelmann. Ich muss weiter. Tralalalala. Die Kiste ist leer. Ich weiß nicht, ich glaube, wir waren hier sogar schon oben. Ich bin mir aber gar nicht so sicher. Spielstand wurde erstellt. Ja, doch, wir waren hier schon. Ah, vielleicht ist da doch noch was da. Man kann ja nie wissen, ne? Leer. Nee, wir waren hier schon. Schon alles ausgeräubert. Raus da! Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Ich weiß. Ich bin ein ganz böser Junge. Alles brennt. Na gut. Dann ab aufs Schiff. Und wir setzen Kurs auf die Bucht von Maracay. Aber ich guck gerade mal kurz, wo die ist. Da, oder? Die Bucht von Maracay. Ja. Du besitzt keine Karte dieser Gegend. So. Patty. Ich weiß jetzt, wo Garcia steckt. Wo? Er ist Corrientes zur Bucht von Maracay gefolgt. Also da treibt sich der Schweinehund rum. Wir können jederzeit dorthin segeln. Ja, tun wir jetzt auch. Das Schiff ist bereit. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Ei, Captain. So, schöne Zwischensequenz und es geht los in die Bucht von Maracay. Die Kamerafahrten sind ja echt richtig hammer nice. Okay.